Moin Moin, und da sind wir wieder. So, hier kam auf einmal ganz viel raus. Ah, da ist jetzt nochmal ein Ochse. Der hier aber ankommt. Gut. Hier sind ein Lautsprecher drauf geschissen. Seid da schon wieder, Leute? Schon wieder. Böse Leute. Jungs-Truppen sind bereit auf Angriff sofort trotz. Ist das hier vor Trotz? Nee, das sind die Minen. Vorrichtung, aha. Wie kriegt die da oben jetzt kaputt? Solche Macht. Erst im nächsten Leben. So, dann schauen wir mal kurz hier auf die Map. Vor der Tor der Mine. Wollen wir da rein? Ja. Na klar. Ja, machen wir mal. Wahrscheinlich am Ende an allen wieder dran vorbei. Das hier. Okay. So eine Schafversorgungskiste. Keine Ahnung, wofür der Dude ist, aber. So, wir nehmen es einfach mal. Da vorne liegt nochmal. Okay. Was? Wasser. Achso, da brauchen wir Schlüssel für. Die habe ich nicht, verdammt. So, ich habe gerade einen, so, ich habe gerade so einen Schlüssel bekommen. So einen Aussichtspunkt noch, ne? Ah ja. Dem einen konnte man Wasser geben. Ach hier bei auf den Schienen. Wasser. Scheint Wasser zu wollen. Ach, was ist hungrig? Hier drin etwas wie Papierschnipsel oder so. Blick. Oh, scheiß. Ja, den Aussichtspunkt habe ich schon. Hey. Hm? Was? Ach, jetzt könnte ich ja noch Katapulte und so Kram bauen. So, der ist hungrig, aber wo kriegen wir denn da? Kriegen wir Essen her? Genau, bei dem Apfelfritzen. Meine, ich hatte da hinten noch einen Hungrigen gesehen. Gibt es wieder so einen Erfolg für der 800 Hungrige. Das wird nicht reichen, Olaf. Nee. Nee. Kann sein. Hier war doch ein Hungriges. Statt selber dahin zu laufen, sich einen Apfel zu holen, ne? Nee. Das ist ja, der muss ja auf seinem Posten bleiben. Was ja ist nicht. Denn dieser Questor? Bei dem kannst du Sachen kaufen. Wiederverwertung. Ja, das sind für diese. Da siehst du auch, dass du für den Portalfolianten musst, für die Schriftrolle brauchst du irgendeinen Erfolg erstmal. Schulter an Schulter musst du freischalten. Man kann eine Moral erhöhen. Mit Kriegsvorräten. Mache ich noch nicht. Und man kann erhält permanent einen Bonus auf Kriegsvorräte, während ihr den Schabegebungsgut benutzt. Okay. Wow. Ja, aber das kennt man ja von den anderen Maps, ne? Genau. Ja, direkt die 3 habe ich mir mal geholt hier.
diese Erhöhung. Ach, was soll's, machen wir. Und die Abbauteile. Kann ich mir nicht leisten. Für die Halbinstanz? Ja. Den habe ich mir auch geholt. Schon. Was denn? Letzte Woche, den Knoten für die Heiminstanz. Und Char wieder Verwertung. Hol ich mir. Mehr als 10 kann ich davon gar nicht kaufen. Gucken, ist hier was Besonderes. Meint ihr den Bergungshaufen? Für 50 Gold, ja. Und. Ja. Okay, gekauft. Und Char wieder Verwertung. Auch gekauft. Und hier eine Schartruhe. Hier hinten. Geh die mal kurz. Kriegsvorräte drin. Oh, Lagerschlüssel. Würde so, kann man nur 5 kaufen, aber okay. Mal kurz die Wegmarke nehmen. Ja. Für, also Basislager, um da das Ding abzugeben. Was abgeben? Diese Kriegsvorräte, also von der Story her, die noch abgegeben werden. Ah ja, ja. Aber, ja, oh, ein Eichhörnchen. Landeplatz will ich mir erst nochmal angucken. Okay. Bringt das? Bin dankbar für eure Hilfe, Kommandeur. Wo wollt ihr abgesetzt werden? Ah, okay. Mit Hilfe von Kriegsvorräten können wir hier Kopter benutzen. Statt Wegmarken wahrscheinlich. Das hat Rin vorhin gemeint. Die blauen Symbole auf der Map sind auch Wegmarken. Kannst du zum Teleporten benutzen. Wenn du auf die Map guckst, hast du bei uns jetzt zum Beispiel das Minen-Symbol in Blau und auf der rechten hast du so eine Welle oder so und die Tochter könntest du auch hin. Wenn du da anklickst, dann fragt er dich P3 aber immer gegen Krieg. Genau. Okay. Okay, ist das Schattengrotte oder was ist das? Achso. Bei den roten auch, wenn sie in Bearbeitung sind. Okay, sprechen wir erstmal mit Anuna Rankentrommler. Kriegsvorräte abgeben. Ja, das habe ich eben schön, aus Versehen gemacht. Ich habe euch unterschätzt, Schrotterin. Kommt raus hier und holt euch noch ein paar Böhnchenkugeln. Besonders. Ach, jetzt gleich mit dem Fallschirm abgeschmissen. Ist ja so geil. Ja, geil, ne? Hier ist irgendwo ein Beherrschungspunkt. Bin. Vom Kopterlandeplatz kommt man da vielleicht hin. Ja. Wo ist denn ein Beherrschungspunkt? Ja, den haben wir doch letztens schon den geholt. Den hier? Ja. Von der Startwegmarke, ganz in der Nähe. Ja, nördlich der Wegmarke. Ja, genau, haben wir doch gleich. Ach, das da. Ja, Einsicht. Ja. Oh. Sieht man kaum. Weil das so schon blau ist. Auf blauen Stein. Ah, hat man schon. Ja. Hab ich auch schon. Hab ich mir gleich geholt. Also der Durst. Das ist Ochse. Sieht insoweit alles erkundet aus. Meldet euch bei Snar und Galina. Wo sind die? Ja, da wieder. Nochmal im Lager. Okay. Ach, scheiße. Okay, das hätte ich nicht benutzen sollen. Was hast du denn gemacht? Hallo, ihr beiden. War so ein Signalfeuerkack da. Danke, Kommandeur. So. Ihr seid schneller als Tribun Boomstown. Aber ich bin sicher, der kommt jedem Moment herbeistolziert. Ein Teil der Mission bestand darin, mehr Informationen zu sammeln. Aber die Wanzen, die wir platziert haben, waren fehlerhaft. Mini-Blanditenspeer. Wir nutzen alles, was wir kriegen können. Ich hab ihn noch nicht. Aber wenn jemand anderes den auch nicht hat, lasse ich auch gerne Vortritt. Haltet eure Augen offen, Kommandeur. Wir sind zu wenige. Die Oberherrschaft schleicht sich andauernd an unsere Wachposten vorbei. Sie machen es unseren Agenten schwer, wichtige Informationen ans Lager zu liefern.
wie zum Beispiel Informationen über Truppenbewegungen des Feindes. Nehmt eine kleine Version dieses Dechiffrierungscodes, übersetzt alle kodierten Botschaften, die sie hinterlassen haben, und übermittelt uns die Informationen. Ich werde berichten, was immer ich finde. Okay. Eine Horchvorrichtung reparieren. Okay, ein bisschen den Weg hier runter wieder. So, ist raus. Oh, danke. Das war dein Reiseteil. Ich hab mich schon richtig erschrocken. Story war gerade beendet und dann kommt so ein... Ja. Ja, da ist schon wieder so ein Packochse. Ja, Events muss man hier sowieso tun, machen. Ja, erstmal hier diesen Spion. Ich komme auch gleich zu euch, aber hier sollte, glaube ich, so eine Horchvorrichtung sein. Verdächtigen Busch. Noch einer. Dass du fertig bist. Richtige Schnetzel hier, wa? Ja. Dann, warte, hier muss irgendwas sein. Tötet sie! Und dazu die Zeichen genauer. Ihr untersucht die Kratzer. Der erste ist ein langer, vertikaler Kratzer. Der zweite besteht aus zwei Sätzen von wellenförmigen horizontalen Linien. Will da gar nicht nachgucken. Das dritte war das. Was? Das dritte? Ja. Agent Nummer 1 Richtung Süden. Wir haben schicken Botschafter nach Knur. Hi, wir erobern Zentimeter für Zentimeter Boden zurück. Nichts ist besser für die Moral als Siege. Wohl wahr, aber wir sind hier immer noch zahlenmäßig unterlegen und wir haben Soldaten, die zu lange alleine draußen waren. Ihr habt einen ganz langen Eindruck gemacht, jetzt brauche ich euch weiter draußen. Wo will sie uns haben? In den Minen, wenn ich das richtig sehe. Ach. Wir hier machen. Und das da ist hier auch die gerade auch ein Event, ne? Mhm. Ja. Lieutenant. Oh, ach, du Scheiße. Die Mine wird angegriffen. Alter. Oh, wo soll ich das hinbringen? Wo soll ich das hinbringen? Ich hab hier was. Etwas erstmal einfach alles umbringen. Okay. Ach, Minenentschärfungsgerät, Blödsinn. Ja genau, das hatte ich auch eben gerade. Ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für... ich entschärfe, indem ich durchlaufe. Nochmal einer. Drinne ist viel. Ja. Ja, dann sollten wir vielleicht ein bisschen besser als Truppe laufen, ne? Dass das schneller geht, die einzeln zu machen. Ja. Ja, und vor allem, dass wir uns auch retzen können, wenn irgendwas ist. Ja.
Ach schon. Ja, alles gut. Ich wollte du. Wo seid ihr? Okay, da hinten weiter. Ich komme gleich zu euch. Stehen. Einfach sofort weiter. Ja, ja. Da schaltet wieder Eggwood. Bei mir ist eine Elite. Ja. Ja, du bist auf der anderen Seite. Du bist halt auf der falschen Seite. Wieso, was ist denn bei euch? Keine Elite? Ja doch, natürlich. Vor der Tür. Ja, genau. Aber ich bin hier nicht alleine. Alles gut. So, das ist einer von meinen Leuten. Tötet sie! Jetzt haben wir aber auch was Dickeres. Es werden mehr Gegner. Elite ist tot bei mir. Es ist bei uns auch weg. Hört sich gerade, aber keine Chance. Beides weg. Ich kann's mit der ganzen Welt aufnehmen. Nehmen wir uns mal die Eliten auf der anderen Seite draußen vor, oder? Ja. Okay. So, auf dem Weg können wir ja hier noch hier so ein paar kleine Soldaten wegplatschen. Ich kann's mit der ganzen Welt aufnehmen. Oh, eine Truhe. Eine fette grüne Truhe. Irgendwas, 30% Teilnahme. Ich hätte schwören können, ich habe die alle alleine getötet und dann nur 30%. So, gehen wir wieder rein. Die Metze ist auch schön, oder? Ja, ist okay. Ist auch nicht so, dass sie ganz so schnell wegkippen, ne? Ja. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir müssen langsam wieder Richtung andere Seite gehen. Süßer, süßer Schatz. Ja. Du kannst an den Toren auch interagieren und die damit wieder reparieren, ne? Ja. Aber gut, natürlich nicht mitten im Kampf. Was kannst du? Die Tore wieder reparieren mit deinen. Ach so. Vorräten, ja. Leider, die gehen darauf. Natürlich. Na dann nicht. Das ist ja wie im BVB. So, ja. Ach, ja. Ja. Sollten auch die PvEler so ein bisschen auch ans BVB ja, kommen, ja. Ne? So kommt es rüber, ne? Ja, aber du kriegst die Dinger ja auch in rauen Mengen. Ja, wahrscheinlich brauchst du die aber auch in rauen Mengen. Ja, das ist gut möglich. Ja, ich versuche mich etwas sparsam zu halten. Nächste Truhe. Endbelohnung. Okay, dieser Angriff ist jetzt an mehreren Stationen gleichzeitig. Mhm. Ihr seid da hinten. Ah.
So, das war's, ne? Nee, noch ist der Kreis bei mir. Bei mir ist das Tor zu. Der Tor ist zu, weil jemand repariert hat, aber noch ist doch der Eventkreis da. Ja, das stimmt. Aber gut Truhen gekriegt, irgendwie. Ja. Ich sehe jetzt aber hier nichts drin. Zielsuchendes Signal, Feuer. Auf den Aufgaben, auf der anderen Seite wird noch gefightet. Ja, so richtig weiß ich nicht, wofür man dieses Zielfeuer braucht, also... Ja, um irgendwie Events aufzuspüren. Sascha, hast du ja seins vorhin benutzt? Was ist passiert? Nichts. Okay. Ich habe es weggedrückt. Ich dachte, es geht wieder in den Inventar, aber ist doch nicht passiert. So, machen wir das nochmal zu. Jo, WVW für Arme. Ja. Abwehr. Propaganda-Lautsprecher, nochmal eine Staude. Das wird wahrscheinlich alles hier zu diesem. Noch die Events und Co. Aber halt in diesem Gebiet ja machen. Ich will da auch nochmal einen raus. Das ist natürlich immer das Coole, wenn du das zu viert oder fünf machst. Jeder kann ja an dieser Palme schütteln. Ja, wäre schön. Ja, unsere Palme. Gegenseitig. Ja, das ist wie beim Dings, ne? Wie beim. Da oben. Bei dem Eis war das auch so eine. Ja. Bei dem Busch. Genau. No. Alle an dem Busch. Fuck, ey. Ah, hier sind jetzt so Nester. Gegner-Nester. Also geht das hier wahrscheinlich die ganze Zeit, ne? Ich hab keine. Ich bin, glaube ich, heute das dritte Mal auf der Karte. Oh, ganz viele. Ja. Irgendwas ist vorbei. Ja. Oh, die sind gestorben. Hier ist so ein Jumping-Pilz. Warum ist hier so ein Jumping-Pilz? Hier ist irgendwo Trümmer müssen hier sein. Ah ja. Da ist noch so ein Lautsprecher. Ja, ist bergungsher. Ich komme auch zu dir hoch. Erstmal hier die Trümmer noch raufen. Lagerschlüssel, bla bla bla. Da drüben auf der anderen Seite ist auch noch was. Okay. Also so gemacht für Papierschnipsel und Co. Hier sind wieder irgendwo Sniper. Jetzt ja, wahrscheinlich schon wieder mit den Mädels da labern. Nee, hier muss noch was gemacht werden, was an Events da ist. Aber erstmal hier dieser Leuchtposten-Fuzzi. Und da ist auch wieder so ein Lautsprecher, den man. Keine Ahnung, wie man den. Doch, hier ist ein Fenster. Also an der Seite. Habe ich eben geschafft. Den habe ich schon mal geschafft. Fenster? Ja, so ein kaputtes Fenster auf der Seite. Ah, okay. Da kannst du irgendwie reinlanden. Ja. In dieser Spinne hier. So auf den Nuschel hauen hier, der Knallkorb. Gott. Ja, komm. Zack, geschafft. Wenn ich Langeweile hab, dann kümmere ich mich um diese Lautsprecher. Wir sind wieder hier. F-Punkt vor Lautsprecher. Da ist so, jetzt weiter oben. Genau. Müssen wir da durch die Mine? Nee, oh, hinten verdammt. Rum. Oder? Gehen wir da hoch? Hier, Ole hinterher. Hier, genau. Einfach am Boden längs. Und kill them all. Ach, hier, über die Mauer geht's auch. Was wollen die ganzen Moas? Ja, die wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber gut.
Ich töte auch Federvieh. Irgendwas haben wir angepockt, dass es böse wurde. Kommt auch gleich ein Ochse dazu. Ah, Packbulle, der ist gerade tot. Schauen wir mal, ob wir den wiederbeleben können. Vier, drei, oh, gerade so. Oh, irgendwas habe ich voll. Oh, Sondermission, säubert die Mine abgeschlossen. Sehr schön. Dick alle Tour. Ja. Boah, dieser Bulle, der läuft, aber auch das ist ja abartig. Meine Stärke. Ja, ich bin bereit, alles zu bezwingen. Hier hinter uns runterfallen. Oh, neues Gebiet. Yeah. Lautsprecher anbauen. So, an der Stelle haben wir wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.